Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Let's Play The Evil Within 2. Wir spielen hier Sebastian Castellanos. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Schreibt das bitte in die Kommentare. Aber ich meine, man spricht ihn so aus. Den ersten Teil habe ich tatsächlich nicht gespielt. Der kam 2014 raus, wenn ich mich recht erinnere. Den habe ich allerdings im Let's Play gesehen, bei einem anderen Let's Play. Ich weiß aber nicht mehr bei wem. Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß so ungefähr, was passiert. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, ich will es auch euch nicht spoilern, falls ihr den ersten Teil nicht kennt. Das wäre jetzt ein bisschen unschön. Ich weiß nur, das kann ich ja schon sagen, er hat seine Frau und sein Kind verloren. Und das hängt anscheinend jetzt hier in diesem Teil so ein bisschen miteinander, also es hängt so ein bisschen zusammen. Wie genau, was passiert, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Möchte ich auch nicht. Ich möchte dieses Spiel einfach komplett genießen. Ich bin so gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich endlich Zeit, das zu spielen. Ich würde sagen, wir schnacken auch nicht länger rum. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Bis jetzt habe ich einmal ganz kurz geschaut, ob das mit den Optionen so alles passt. Es sieht ganz gut aus. Wenn ich noch was ändern muss, dann mache ich das während des Spiels. Spielladen, weil mir gibt es gar kein Spiel zu laden. Nee, ich habe noch, wie gesagt, noch gar nicht angefangen. Wir starten direkt mit einem neuen Spiel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wobei, jetzt muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen was einstellen, denke ich mal. Oh, sehr schön gemacht. Oh, guck mal, da haben wir den Castellanos schon. Oder soll ich ihn Sebastian nennen? Ich kann ja auch Basti. Nee, wir bleiben bei Sebastian. Und seine Familie, das ist wahrscheinlich das Kind und die Mama, also seine Ehefrau. Okay, Schwierigkeit. Einsteiger, für alle, die einfach nur Geschichte ohne große Probleme erleben wollen. Du findest mehr Gegenstände und kannst mehr Treffer einstecken, bevor du stirbst. Nee, ist langweilig. Überleben, für alle, die ein richtig schönes Survival-Horror-Erlebnis haben wollen. Behalte deine Ressourcen im Auge, nähere dich allen Situationen mit Vorsicht und sei niemals zu selbstsicher. Albtraum. Für alle Erfahrenen, die ein herausforderndes Survival-Horror-Erlebnis mögen. Ressourcen sind begrenzt und Gegner verursachen deutlich mehr Schaden. Der sparsame Umgang mit Gegenständen und strategisches Vorgehen sind überlebenswichtig. Empfohlen für Spieler, denen die Schwierigkeit des vorherigen Titels gefallen hat. Augenzwinker. Okay, ich glaube, das nehme ich nicht. Wir nehmen Überleben. Ja, Überleben sieht ganz gut aus. Meine Maus ist so ein bisschen empfindlich. Ich dachte, ich hätte die schon ein bisschen runtergestellt, aber wir probieren es einfach. Wir nehmen Überleben. Zielhilfe. Wähle bitte aus, ob du Zielhilfe nutzen willst oder nicht. Die Zielhilfe erfasst Gegner automatisch im Fadenkreuz, sodass der Kampf um einiges einfacher ist. Erfahrene Spieler sollten daher die Zielhilfe ausschalten. Mich interessiert, ist das Fadenkreuz trotzdem da? Also, dass man automatisch dahin zielt, dass die automatisch die Gegner ins Fadenkreuz gelangen, ist, finde ich ein bisschen blöd. Das muss jetzt nicht sein. Aber so ein Fadenkreuz hätte ich schon sehr gern. Wir schalten es aus. Hinweis, die Einstellung greift nicht, wenn mit der Maus gezielt wird. Da siehst du, ich spiele nämlich mit Maus und Tastatur. Deswegen, ich spiele so ein Spiel definitiv nicht mit Controller. Das wollt ihr nicht sehen. Wir schalten es aus. Haus in Flammen, Kind und Kindermädchen verbrennen. Oh, das ist sehr cool. Boah, ich freue mich. Ich freue mich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und mir ganz auch. Also mir auch ganz viel Spaß. Oh, das wird gut. Ich spüre es. Oh, das war Kapitel 1. Nein. Nein. Nein, das kann nicht sein. Okay, wir sind hier anscheinend am Haus. Sein Haus. Und wir sind... okay. Oh, schön. Oh, das spielt sich aber... wow. Okay. Ha. Sehr schön. Ihr kennt mich. Ich schaue mich gerne mal ein bisschen um, aber ich vermute mal ganz stark, hier ist einfach nichts. Wir sind Sebastian, oder? Ja, ja. Oh, sehen wir schnieke aus. Okay, gut, ich habe jetzt hier eine viel zu positive Stimmung. Unser Haus brennt. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Lilly. Oh, okay, wir müssen sie retten. Ist ihr Post da? Nee, Post ist keiner da. Ich glaube, das interessiert ihn jetzt auch gerade ziemlich wenig. Hier können wir auch nichts mitmachen. Okay, wir probieren es einfach mit der... Oh, ach, ich kann... Ah, ist ja interessant. Aber wenn ich das auch so zu Hause machen könnte, so durch Büsche zu laufen. Okay, wir probieren es mit der Vordertür. Öffnen. Okay. Ich glaube, das Haus sagt nein.
Hier geht's nicht entlang. Aber das Spiel zeigt uns anscheinend, wo wir lang gehen sollen. Ist ja nett. Ist ja nett. Können wir hier? Nein, hier können wir nicht lang. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen unsere Familie retten. Scheiße! Tritt ein! Panzerglas ist es definitiv nicht. Lilly, ich bin hier! Wo bist du? Oh. Oh Gott, ist sie etwa oben? Okay, es hört sich sehr nach unserer Tochter an, nicht nach unserer Frau. Also es hat sich sehr nach einem Mädchen angehört. Ich glaube, Lilly war auch die Tochter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, wir müssen uns eigentlich beeilen, aber ich schaue mir immer sehr gerne die Gegenstände hier an. Ach, guck mal. Ist das unsere Frau? Ich schaue mir sehr gerne die Sachen an. Ach, zurück können wir nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Oh, hier wurde noch schön Kaffee. Ach, guck mal, ich kann mich auch... Ah, STRG ist schleichen. Mhm, das Spiel sagt da nicht entlang. Oh, Babyfüße. Das war bestimmt Lilly, als sie klein war. Oh, wow. Oh, hat sie ein schönes Kleid an. Okay, Frauengespräche und so. Oh, das mit der Pistole ist ja cool. Das ist ja gut gemacht. Schön, die Farbe von der Wand gefällt mir. Ich weiß, es ist jetzt so absolut unwichtig, aber ernsthaft, die gefällt mir wirklich. Ich finde das sehr hübsch. Hier haben wir die Küche. Ich frage mich jetzt, warum er draußen ist. Also war er jetzt irgendwie arbeiten oder was ist hier passiert? Also warum kommt er erst jetzt nach Hause? Wie konnte das passieren? Ja, genau, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Wir müssen nach links. Ich schaue jetzt erstmal, ob hier noch was ist. Okay, man sieht gar nichts. Ne, ich sehe gar nichts. Okay, wir gehen hier durch. Jawollo. Ach so, wir sind jetzt einmal eine Runde gegangen. Okay, ich habe es kapiert, Da wollten wir vorhin durch. Oh, da ist ein Rucksack, vielleicht auch von unserer Tochter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist Lilly. Da ist Lilly. Halt durch. Ja, das ist auf jeden Fall Lilly. Oh, Dad, me, Mom. Oh, wie schön. Ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Stress, aber trotzdem möchte ich mir gerne die Bilder anschauen. Das Bild mit dem Baum ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Uiuiuiuiui. Ich glaube, wir müssen uns beilen. Eieiei, ich kann weiter nach oben. Nach links können wir nicht. Ich bin hier, Lilly. Ich bin hier. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann einstürzen wird. STRG links ducken. Ja. Genau, das ist mir auch vorhin schon aufgefallen. Da müssen wir anscheinend entlang. Oder nicht? Doch, da ist das Kinderzimmer. Es sieht sehr stark nach einem Kinderzimmer aus. Das sind unsere Ehefrau. Kann ich die Tür hier aufmachen? Nee. Doch! Ach, warte mal. Die ist versperrt. Okay. Ich kann E drücken, aber... Ah, das ist ja cool. Er probiert es wenigstens. Das ist sehr schön gemacht. Aber ich glaube, man sollte vielleicht mal die Türklinke probieren, anstatt einfach gegen die Tür zu drücken. Was passiert denn, wenn ich durchs Feuer laufe? Ich probiere es. Es geht gar nicht. Okay, es geht gar nicht. Ich kann nicht durch das Feuer laufen. Das sieht sehr nach unserem Schlafzimmer aus. Und das sieht sehr nach dem Zimmer aus von der kleinen Lilly. Oh, das sind Schmetterlinge. Oh, das ist schon ein bisschen gruselig. Okay, Lilly, wir kommen. Lilly! Komm jetzt raus! Lilly, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Eieiei, okay. Ein ganz mieser Traum. Ganz mieser Traum. Warum gehst du einfach nicht nach Hause, Junge? Oh, ich glaube, sie kommt mir bekannt vor. Kidman? Ja! Ich glaube schon. Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig?
Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Ich bin deswegen hier. X-Men unterwegs? Man in Black, nicht X-Men. Oh, Man in Black. X-Men. Oh. Oh. Woher hast du das? Lily ist am Leben. Huh? Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen. Ich war auf ihrer Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Ich glaube, dem Man in Black geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, warum ich gerade X-Men gesagt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich ihr so vertrauen kann. Na. Sebastian? Na, ich weiß es nicht. Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Mauskamera bewegen. Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Oh, das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Der Beacon Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen,
sondern sie zu retten. Etwas, von dem sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest. Damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drinnen für dich da sein. Bereit? Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Stem-Eintritt in 3, 2, 1. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. The Evil Within 2. Schönes Bild nebenbei gesagt. Ah, okay. Jetzt spielen wir ihn. Ich wollte jetzt die ganze Zeit nicht da... Was ist das? Wo bin ich? Umschalttaste links, halten, sprinten, verbraucht, Ausdauer. Wunderbar. Ich wollte jetzt nicht zu schnell irgendwie was sagen. Ich wollte jetzt nicht hier die Atmosphäre stören. Aber ganz ehrlich, ich finde, das geht jetzt hier so ein bisschen zügig. Ne? Zack, zack, so, wir hatten deine Tochter. Er trauert der Tochter, weiß ich nicht schon wie lange, hinterher oder nach. Und auf einmal kriegt er zu hören, ja, deine Tochter lebt und du musst sie jetzt retten. So wegen, ja, das ist deine letzte Chance. Und wenn du die jetzt nicht nutzt, sagen, bist du tot. Und wenn du die nutzt, dann kannst du deine Tochter wieder lebend sehen. Wo ich mir denke, so gut. Aber sie wäre wahrscheinlich nie in diese Lage gekommen, wenn ihr sie nicht entführt hättet, ne? So mal ganz nebenbei gesagt, wir spielen jetzt 20 Minuten. Also es ging schon jetzt ziemlich zügig. Ich finde das alles sehr cool gemacht. Aber ich glaube, wäre ich Sebastian, ich wäre so sauer, ne? Ich würde die, keine Ahnung, was ich machen würde. Also wenn der mir so ein Typ da ankommt, so vorwiegend, oh, ich habe deine Tochter entführt und jetzt ist sie weg, jetzt brauchen wir deine Hilfe. What? Nee, nee, nee. Das würde erstmal richtig Stress geben. Oh, da. Oh. Oh, die Erinnerung. Papa, hilf mir! Ich komme, Lily! Papa! Ich weiß, es ist schwer, Maya, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Richtig. Es geht hier nur vor sich. Im ersten Teil. Wir haben eine Meldung. Alle Einheiten, S99, Einsatzcode 3, Beacon-Nervenklinik.
die Tochter, die Frau, die hatte ja Hinweise gefunden in der ersten Folge, meine ich. Und die ist den Hinweisen hinterher, also nachgegangen, zu ihrer Tochter. Ich meine, das war so. Jetzt, ich erinnere mich so langsam. Jetzt kommen so langsam wieder die Erinnerungen hoch. Sehr schön. Okay, ich höre ein Telefon. Ich nehme mal sehr stark an. Ach, guck mal, da sehen wir auch schon was auf dem Tisch. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier weiterentwickeln wird. Und ob, ja, ob mich vielleicht unsere Tochter, ob es vielleicht wirklich unsere Tochter ist? Man weiß es nicht, ne? Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ein riesen Oschi. Hallo? Sebastian, bist du da? Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind dann meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Das ist natürlich jetzt reichlich viel Information. Also ich sehe, oh Gott, ich muss mich jetzt erstmal hier umschauen. Ich kann mich an nichts erinnern. Okay, das ist anscheinend so unser Rückzugsort. Hier habe ich direkt eine Kinderzeichnung gesehen. Daddy, ich bin der festen Überzeugung, dass es von unserer Tochter ist. Und was haben wir hier? Ah, das können wir auch noch uns. Okay. Have you seen me? Okay, haben Sie mich gesehen? Irgendwie kommt mir der da oben ein bisschen bekannt vor. Ich muss mich erstmal so ein bisschen hier reinfinden. Das wird ein bisschen dauern. Oder auch nicht, je nachdem, wie gut das Spiel jetzt ist oder wie gut das Spiel jetzt macht. Ich hoffe, es gibt immer so ein bisschen, so ein paar Rückblenden, ne? Also, dass man sich so wieder an den ersten Teil erinnert. Das würde mir auf jeden Fall einiges erleichtern, weil ich, wie gesagt, ich habe es nicht selber gespielt. Ich habe es nur in einem Display geschaut. Okay, wir untersuchen mal dieses Bild. Da hat Lily mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Ah, okay, dieses Bild existiert gar nicht mehr. Also es existiert also nur noch in unseren Erinnerungen. Hier haben wir Akten, die schaue ich mir, weiß nicht, gleich an. Ich schaue mir jetzt erstmal die Wand hier an. Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stam. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Union? Diese Stam-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Dann du. Danke für dein Vertrauen. Sicher. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Oh, ich werde sie auf jeden Fall auch retten wollen. Auf jeden Fall. Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Okay, ich bin sehr gespannt. Suche in Stem nach den Mitgliedern des Mobius-Suchsystems, um Hinweise auf Lilis Verbleib zu finden. Mobius? Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie es ausgesprochen wird. Das wollte ich mir noch anschauen. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Alles klar, okay. Ich würde mir jetzt noch eben die Sachen hier anschauen und dann würde ich in der nächsten Folge hier durchgehen. Wir schauen uns erstmal das hier an. Baker, der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. So, jetzt weiß ich nicht, wie wichtig diese Information ist. Ich habe eine Katze. Das ist nicht meine Katze. Das ist definitiv nicht meine Katze. Okay, warte mal, ist hier eine Katze? Dann müssen wir auf jeden Fall gleich raus. Okay, dann machen wir das jetzt auf jeden Fall. Okay, Baker, der Anführer. William Baker, 39, männlich, 1,85 groß, 87 Kilo schwer. Vorrangige Funktion, Anführer des Teams. Weitere Fertigkeiten, Kampfspezialist, taktische Planung. Okay, wir werden die auf jeden Fall suchen. Achso, hier, cool zurück. Was haben wir hier noch? Wir schauen uns mal alles an. Aber dann kenne ich die doch nicht. Ich dachte irgendwie, der da oben kommt mir bekannt vor. Aber kann auch sein, dass er mir aus einem anderen Spiel bekannt vorkommt. Ich weiß es schon nicht mehr. Harrison. Kampfspezialist.
Hoffentlich kommt er alleine klar. Bin mal gespannt, ob die überhaupt alle noch leben, ne? Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Okay, Miles Harrison, 37, männlich, 178 cm groß, 80 Kilo schwer, Hardware-Spezialist, den brauchen wir bestimmt auch irgendwann. Schon wieder eine Katze. Ich glaube, hier ist eine Katze drin. Oder ein Frosch. Nee, Frosch nicht, aber irgendein anderes Tier auf jeden Fall. Habe ich doch keinen Hund. Reparatur, schwere Ausrüstung, Kampfspezialist. Ich bin sehr gespannt, inwiefern die noch eine Rolle spielen werden und inwiefern wir mit denen zusammenarbeiten müssen. Das wird noch sehr interessant werden. O'Neill, so viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. O'Neill, wo kenne ich denn den Namen? Aus Grey's Anatomy, meine ich. Ich glaube, da hieß ein Arzt so, also ein Schauspieler hat einen... O'Neill, glaube ich, hieß er. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. 31 männlich, 178 cm groß, 75 Kilo schwer. Technikspezialist, Herstellung von Ausrüstung, Logistik. Okay. Logistik, okay. Ich habe mir jetzt einfach erstmal den Anführer, den Baker, aufgeschrieben. Sykes, Techniker, wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. Okay, 30 Jahre männlich, 172 cm, 72 Kilo schwer, vorrangige Funktion ist STEM-Software-Programmierer, Nachrichtentechnik, Umgang mit Kleinfeuerwaffen. Okay, das hatte er schon gesagt. Und da haben wir die erste Frau im Bunde. Die ist bestimmt am schlimmsten. Hoffmann. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. Oh, das war so klar. Jedes Mal in solchen Spielen sind Frauen immer die schlimmsten. Okay. Yukiko Hoffmann. Oh, schöner Vorname. 32 weiblich, 1,63 groß, 50 Kilo, leicht psychologisches Profiling. Teamsanitäterin Überwachung. Okay, die möchte ich gerne kennenlernen. Auf die bin ich richtig gespannt. Hier haben wir noch Bilder. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Okay, die werden sich auf jeden Fall richtig doll lieb haben in Zukunft. Da bin ich mir sicher. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert hat, Einwohner? Die haben hier Einwohner? Das bin ich gespannt. Okay. Lily, dein Team und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stamp fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stamm, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Mobius. Plan B. Mobius. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie, du und jeder andere dort drin sterben. Super Aussichten. Dankeschön, Kidman. Ja, ich traue ihr noch nicht. Ich traue ihr irgendwie noch nicht. Das kann nicht alles gewesen sein. Das kann einfach nicht alles gewesen sein. Von wegen, wir haben sie entführt und wir haben dir nicht Bescheid gesagt und jetzt musst du sie ganz geschwind retten. Okay, hier ist irgendwas. Ich gehe jetzt hier durch. Ich will es jetzt wissen. Da ist eine Katze! Oh, wie süß. Hier ist sogar eine Schleife. Katze. Ich hatte doch noch nie eine... Oh, ich liebe Katze. Katzen. Was haben wir hier? Oh, ich dachte ganz kurz, das wäre Rachel Amber aus Life is Strange. Auf dem Cover. Alles klar. Hier ist bestimmt ein ganz großer Durchzug. Oh, sie glänzt so schön. Und sie wackelt mit den Ohren. Oh, bist du niedlich. Oh, bist du niedlich. Oh, da hinten haben wir noch was. Okay. Oh, bist du niedlich. Ja. Oh, du hast aber rote Augen. So viel getrunken, wa? Ja, hat sie. Ein Dia-Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit?
Dia, als Relikt. Warum ist da Blut dran? Oh Mann, wir sind doch, ich dachte, das wäre hier so eine barrierefreie Zone und so. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufern zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer, ich sage jetzt einfach mal Sebastian, ja? Sebastians Zimmer angesehen werden. Okay. Aha, okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ja. Oh, kann ich sie streicheln? Ah, nee, da ist der Projektor. Okay, da ist der Projektor. Was haben wir denn hier noch? Oh. Oh Gott. Ach so. Wie ein Beacon. Alles klar. Dürfte der Weg hier raus sein. Eine normale Tür zu viel verlangt gewesen. Gut, die benutzen wir dann wirklich erst am Ende. Oh, ich möchte sie gerne streicheln. Ah, jetzt geht sie. Und du bist knuffig. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dir wechseln auf Stehen. Nein, wir wechseln. Mit Kidman reden. Okay, das machen wir. Och, das ist ein sehr schönes Bild. Da frage ich mich, wer hat das Foto gemacht? Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Was? Absolut nicht. Ah. Und das war's. Nur weil ich Menschen hatte, die mich liebten, heißt das, dass man diese Menschen mir auch wegnehmen kann? Was für eine Logik. Also Argumentation gleich null. Nee. Bin ich nicht zufrieden mit. Bin ich absolut nicht zufrieden mit, was Kidman da gesagt hat. Mm-mm. Ach, okay. Ah, wir werden die wahrscheinlich finden. Wir werden die wahrscheinlich finden. Okay, sehr cool. Oh, Mausi. Oh, Mausi. Ich glaube, sie möchte, dass wir das... Oh, ich liebe Tiere. Die ist süß. Grünes Gel. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Okay, sehr gut zu wissen. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Vieles kommt mir hier bekannt vor, aber ich muss das noch in meinem Gehirn. Die Synapsen müssen sich noch miteinander verbinden, damit ich das jetzt hier alles so ein bisschen verstehe, so ein bisschen miteinander verbinden kann. Okay, aber die brauche ich anscheinend. Und wenn ich Gegner töte, dann kann ich grünes Gel aufsammeln. Danke, alles klar. Kätzchen. Ich nenne dich jetzt Mausi. Mausi. Oh, so eine süße Schleife. Oh, guck mal. Oh, sie hat wieder... Okay, das ist sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Sehr, das heißt realistisch, ne? Wie realistisch auch so ein Spiel sein kann. Aber es ist sehr angenehm zuzuschauen. Okay, würde ich sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich weiter nach vorne gehe, ich dann durch... den Spiel gehe, durch das möchte ich dann vielleicht, glaube ich, noch nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen dafür motivieren, mir zuzuschauen, beziehungsweise vielleicht auch das Spiel selber zu kaufen. Es sieht sehr interessant aus. Ich finde die Grafik sehr gut gelungen. Und es hat jetzt so ein bisschen schnell angefangen für mich, aber ich bin sehr gespannt, was noch alles kommen wird. Also vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!